Ich glaube, die Menschheit braucht Schönheit. Die Menschheit braucht auch Kunst, weil in diesem Kunstwerk entsteht überhaupt erstmal Heimat. Auf jeden Fall, dass man etwas hat, was einen ganz persönlich als Menschsein beschreibt und auch vielleicht das Innere vom Menschen beschreibt. Und das tut meistens nur die Kunst. Ich bewege mich gerne, weil in der Bewegung immer wieder was Neues kommt. An der nächsten Ecke wartet jemand Unbekanntes und die Klinke in der Tür ist nicht dazu da, eine Tür zu schließen, sondern sie zu öffnen. Meine Arbeit macht aus, mit Menschen zu sein und etwas von einem Ort in den anderen verlagern. Ich spiele mit der emotionalen Ebene und ich mische auch gerne Menschen. Also ich habe gerne mit vielen verschiedenen Menschen zu tun, die in irgendwo sich gegenseitig was erzählen. Und es findet ein Miteinander statt und es findet auch ein deutlich gehobenes Lebensgefühl statt. Ohne Licht geht man ein. Jedes Lebewesen braucht Licht zum Wachsen, zum Wohlsein. Wenn Licht irgendwo rauffällt, schafft es glücklich. Wenn etwas transparent ist, denkt man, man hat es verstanden. Man kann durch etwas durchblicken. Wenn etwas Schatten wirft, dann denkt man, es hat Wirkung, es hat Aussage, es hat Kraft. Und das erfüllt einen. Das macht meine Arbeit aus. Ja. Auf jeden Fall gerne zur besseren Welt bei. Bin ich ein Weltverbesserer? Ja. Ich bin ein Weltverbesserer.